Ja, mein Vater kommt aus der Boxabteilung damals beim OFC, ist dann in den 80er Jahren ins Präsidium reingewechselt als Schatzmeister, eben wie ich oder andersherum. Ich bin meinem Vater ja gefolgt als Schatzmeister. Ja, und so ist die Tradition, setzt sich die Tradition fort. Ja, ich freue mich erstmal, heute die Boxabteilung oder die neue Boxabteilung vom OFC vorstellen zu können. Das heißt, der OFC kommt ja traditionell auch vom Boxen. Insbesondere mein Vater ist in der Boxabteilung aufgewachsen, war ja früher in der Boxabteilung tätig, war Vize-Hessenmeister gewesen. Ja, und so schlagen wir die Brücke und haben uns gedacht, ich komme heute her und stelle die neue Boxabteilung der Kickers eben vor. Liegt gefühlte 200 Jahre her bei mir, aber ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, bei den Kickers Offenbach geboxt zu haben. Das war die 80er Jahre so. Kickers Offenbach, ein super Amateurverein, Bundesliga ganz weit oben. Wir hatten einen riesen Boxer gehabt. Heini Freitag, Trainer. Mein Trainer war damals der Edgar May, eine Legende im Amateurboxsport. Wir hatten damals, die Trainingsstätte war unter der Haupttribüne. Und ein ganz kleiner Raum, so oldschool-mäßig. Und da mussten wir immer die Tribüne hochjumpen, runterjumpen. Es war also richtig Hardcore-Training. Aber es war eine schöne Zeit. Und der OFC hat Tradition, sowohl im Fußball als auch im Boxsport. Und wir, Boxcamp Offenbach, wollen die alte Tradition, der alten Tradition wieder anknüpfen und wollen den Amateur-Boxverein Kickers Offenbach wieder ganz nach vorne führen. In der Amateurliga, wie es schon mal war. Dann haben wir in Offenbach in einem anderen Gym trainiert und dann ist uns das hier also ins Auge gefallen durch den Horst Hiddingshaus, den Besitzer hier, Freund von mir, alte Freunde. Und somit haben wir gedacht und haben wir uns entschlossen, eigentlich hier mal das Ding Boxcamp Offenbach, was sowieso den Namen Kickers Offenbach hat, das insoweit so weit nach vorne zu pushen, dass wir wieder an der alten Tradition anknüpfen können. Und so ist es eigentlich entstanden, haben wir zusammengesetzt, ein paar gute Freunde. Und somit pushen wir das. Ich selbst habe die Trainerlizenz der Amateure und will versuchen hier aus verschiedenen Jungs, die meines Erachtens nach Potenzial haben, in der Amateurliga zu boxen und auch den OFC nach vorne zu pushen. Und schauen wir mal, was daraus wird. Jetzt haben wir erstmal die Zusage von Kickers Offenbach, dass wir als Boxabteilung dem eingetragenen Verein dazu gehören. Und ja. Wenn wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Kickers, Kickers, Offenbach, geht für eure Stadt. Die Fans, die schreien, brüllen laut, die steigen wieder auf. Nach dem Spiel, wenn die Sieg vergossen, kein Offenbach in die Hand.
Ich bin auf jeden Fall ein Offenbacher Junge. Ich bin in Offenbach geboren, bleib auch für immer in Offenbach und denk mal, dass ich in Offenbach sterben werde. Also der Offenbacher Boxcamp ist Tradition hier in Offenbach und es ist auch eine Ehre, hier trainieren zu dürfen. Und also auf jeden Fall geil. Ich würde gern öfters bei Kickerspielen dabei sein. Selber habe ich es im Fußball auch mal versucht, bin aber nicht so der Fußballkönner. Ich habe den Ball irgendwo anders hingeschossen, wo es Tor war. Also das war nicht so mein Favoritensport. Deswegen bin ich zum Boxen übergegangen. Aber ich hoffe, dass ich bei weiteren Kickerspielen dabei sein werde, mal zum Schauen und mal die Mannschaft anzufeuern. Letztes Jahr im Dezember 2019 bin ich Juniorenweltmeister der WBF und der GBU geworden. Da durfte ich im Weihnachtszirkus in Karlsruhe boxen, was auch eine Riesenehre war. Das war vor 3.000, 4.000 Menschen. Also es war auf jeden Fall eine riesen Gaga und hat mir auch eine riesen Freude bereitet, dass ich die Titel geholt habe. Und ich hoffe, dass ich die weiter verteidige, sofern das mit Corona aufhört und noch weitere Titel dazukommen. Jeder kann erfolgreich sein. Jeder kann seine Ziele erreichen. Man muss einfach nur mit Fleiß dabei sein. Man muss Disziplin haben. Man muss einfach alles geben und dann schafft man es auch. Aber auf jeden Fall darf man die Schuhe nicht vernachlässigen, weil viele vernachlässigen dann auch die Schuhe. Man kriegt auf jeden Fall beides hin. Ich mache auch beides und ich denke mal, es klappt ganz gut. Also wie gesagt, an alle Leute, ihr schafft es, eure Ziele einfach fleißig dranbleiben und diszipliniert sein und dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin, alles was ihr möchtet. Und ich hoffe, dass die Jungs, die hier trainieren, auf jeden Fall erfolgreich sein werden. Meine Unterstützung haben sie auf jeden Fall. Ich stehe überall zur Verfügung, helfe den Jungs auch, wo ich helfen kann, gebe ihnen Tipps. Stehe im Ring dabei, also wie gesagt, ich hoffe, dass die Reise für die Jungs nach oben geht. Ich bin fleißig am Helfen und hoffe, dass es klappt. Wir bedanken uns im Namen des Boxcamp Kickers Offenbach bei allen Sponsoren. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr uns auf unserer Reise unterstützt. Und wir hoffen in der Zukunft noch auf weitere Sponsoren und auf weitere Unterstützung. Deswegen großen Dank an alle Sponsoren. Danke.